Ja, hier geht's weiter. Oder so. Naja, egal wo Meinst wir lang gehen, ist ein Kreis. Aber hier geht's wieder zurück. Ach nee. du? Ja, Ah, jetzt dann habe ich's gesehen. Okay. Scheiß Bäume. Dann kann ich die nicht zerhacken. frag ihn, friss mit der Fresse. Hier nicht. Der ist ja immer noch nicht kaputt. War jetzt aber. Gesundheit. Ach, danke. Nochmal. Na. Der hat auf jeden Fall so ein Speicherding. Pfeift euch, ihr Scheißkäfer. Ah, dann geht's da irgendwo rein. Da ist eine Höhle, ja. Die gehen aber echt hardcore auf den Senkel. Kiffer. Ja. Ja. Die sind etwas lästig. Sieht auch nicht so aus, als wenn ich den Vorsprung wieder einhole. Warte. Es geht in die Rooms. Ja, das ist der andere Riese. Ja, schade. Ich habe gehofft, wir kriegen noch irgendwie ein paar weitere kleine Gegner, damit wir aufsteigen, bevor wir den nächsten Riesen begegnen. Ja, mein Gott. Steigen wir halt mit dem Riesen auf. Oder Hoffentlich. Adu, vielleicht. Ich würde gerne langsam mal den Strahl in die Ecke stellen. Der hat nur drei Finger. Ja, drei Finger, Joe. Und ein Knüppel. Damit keult er sich ein. Okay, der wird leider nicht verlangsamt, schade. Er kotzt auch. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich werde euch. Uiuiui. Alter, One Hit. Echt? Ja. Naja, ich weiß nicht, ob ich ganz voll war, habe ich jetzt nicht gesehen. Muss nicht raus. Scheiße. Soll ich ihn doch Doch, da? doch. Oh cool, danke. Versuch. Ein Versuch ist es wert. Da bist du. Danke. Jetzt ist er bestimmt wieder voll. Ja, das kann gut sein. Aber dann ist das so. Hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, bis er mich einmal gehauen hat. Ja. Ja, es fängt wieder von Oh, vorne an. schade. Okay, Flucht nach oben, alles klar. Nein, Stein, Stein! Ja. Nichts? Okay, toll. Keine Truhe. Gar nichts. Aber du bist aufgestiegen. Ja, das ist ja schon mal was. Und ich auch fast. Naja. Ist auch keine Truhe. Nö, nee, ist glaube ich Doch, tatsächlich. hier. Toll. Ja, es ist nötig. Okay, stellen wir einen Strahl in die Ecke. Bin Und gespannt. der zweite Punkt. Ist wichtig. Okay.
240% ist wichtig. Strahl. Oh, das bringt mir. Musst du das gedrückt halten? Ja. Cool. Alter, wie schnell der Mana-Balken leer geht, ey. Was denkst du denn? Mach ja auch unendlich viel Schaden. Hoffentlich. Das ist der Swift-Trick. Spaltet ja. Er sich auch nachher irgendwie auf oder so? Ne? So, ich kann mal schauen. Steht ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, das bleibt einfach nur bei Schaden. Und einfach nur ein Strahl, ne? Mal schauen. Das ist die Stufen erhöhen Schaden und Reichweite. Ah. Aber Reichweite ist ja auch gut. Ja. 8 Fuß ist wahrscheinlich nicht so viel. Aber gleich jeweils 11 bis 13 mehr Schaden pro Sekunde. Das ist gut. Hm. Ja. Vor allem wird es dann auch gut sein, wenn ich nicht mehr so nah in den Nahkampf rein muss. Weil so lang ist er jetzt gerade wirklich nicht. Nee. Er hätte sich mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Was hast du jetzt noch auf dem Shortcut? Den Eis oder den anderen? Eis. Okay. Den Eis würde ich auch gerne zum Slowen lassen. Ja, dann skill den doch noch ein bisschen. Tatsächlich vielleicht nachher. Ja, wenn ich dann 3 Punkte habe, was sehe ich den mit nach. Weil die Mana-Regeneration ist wirklich sehr wichtig. So schnell wie das weg, das Mana verbrät. Aber du regenerierst auch richtig schnell, guck mal. Ja. Ohne, dass du jetzt einen Trank genommen hast oder sonst irgendwas. Oh, hier war noch eine Echse. Ich hab die Macht. Ja, ist doch cool. Du glaubst, dass du die Macht hast. Pfeile. Juhu. Ja, dann booten wir hier mal wieder weg. Ja. Das Boot benutzen. Ja. Vielleicht speichern wir nochmal, falls das wieder so eine... Ja, die Instant-Boss-Fight-Geschichte ist. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, bitte. Der verlorene Hoffnung. Mhm, da war man. Es ist einfach hoffnungslos. Hm. Okay, keine Instant-Boss-Fight-Geschichte, wie es aussieht. Das ist schon mal toll. Eigentlich würde ich auch gerne aufstellen. Achso, ja, dann lasse ich dich mal hauen. Naja. Dann behalte sie aber auch bei dir. Vielleicht diese Spielspeicher. Also. Ja, weiß man ja vor allem. Deswegen kriege ich diese Feuerechse. Mal gucken, wie die sind. Ich bin gespannt. Ja, die kosten bestimmt auch sack viel Mana. Und ich habe gar nicht so viel. Ja. Mal gucken. Na, Vorsicht, die hauen ja auch ein bisschen rein, ne? Hab gesehen, ja. Okay, hier geht es natürlich nicht weiter. Haben wir da hoch, kommen wir oder? Auch nicht rauf. Gerade. Dann müssen wir doch irgendwie da weiterkommen. Was ist denn für eine Scheiße? Deswegen heißt die Insel der verlorenen Hoffnung. Kommst du da nie rauf? Vielleicht jetzt hier an der Seite irgendwie? Nee. Den Weg hier kennen wir doch. Ja, ja. Genau. Ich kann mich dunkel erinnern. Ein kleiner. Gibt's hier noch. Was? Kurz irgendwas. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Was wir tun können? Achso. Glaube nicht. Das ist auch nicht so unclever, was du da machst. Geh mal rechts hier. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da Gegner sind. Nö. Ich wollte ja erst links da diese komische kleine Sackgasse da mitnehmen. Links da diese komische kleine Sache. Genau, die hier. Achso. Waren nur 2 Gegner, alles klar. Okay. Ah, da muss man hier irgendwie lang, okay. Das ist ja interessant. Ja. Dass du das gesehen hast. Ja.
Oh, der Blitzdings. Oh, ich treffe sogar, wenn er im Wasser ist. Das ist cool. Ja. Das geht nicht. Wow, Alter. Winter? Und gleich ist es soweit. Links oder rechts? Das ist die Frage. So ist es nicht. Ja, links ist gut. Soll ich da helfen? Wow. Sehr schön. Bing. So. 1, 2, 1. Euer Faxt. Was kommt da als nächstes in der Reihe? Achsengurt. 20% Wurf, Wachsgeschwindigkeit, Gewichtsreduzierung. Aber das ist auch gut. Aber auch erstmal Stufe 20. Ja. Also, niemals. Dann wäre Kälteaxt und dann wäre Krampfschrei. Aber jetzt gehe ich wahrscheinlich hier weiter. Für den Zweiklingenkampf und Zyklon nachher. Und die Wurfäxte nehme ich so ein bisschen mit halt die ganze Zeit. Ja. Ja, ich denke, Axt beschwören. Oder Axtschaden. Wie viele beschwörst du jetzt mit einem Mal? Moment, 30. Danach 35. Das ist doch schon eine ganz gute Anzahl. Ja, aber die werden halt auch besser, ne? Ja. Deswegen würde ich das eigentlich. Ja, ich nehme das mit. Bringt, glaube ich, mehr als 5% mehr Schaden. Ja. Mit meinem perversen lila Strahler ist das Ding da viel schneller gefallen als vorher. Oh. War das jetzt ein dedicated Meeresungeheuer, so wie mit das andere, meinst du? Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall so ein Ding wie im Gnomendorf und die haben auch lange gelebt. Ach ja, stimmt, so einer war das, ja. Pseudo-Gottesanbieter drin. Ich meine, in gewisser Weise war das ja auch Meeresungeheuer. Ja. Ich habe keinen Platz dafür. Was? Wofür? Riesige Bullenstatuette. Meint? Guck mal rein. Das ist bestimmt so ein Stärke irgendwas Ding. Da. Ausdauer. Ja, das nehme ich gerne. Okay. Mann. Ich bin aber auch fast voll. Ja, dann handeln wir, ne? Ja. Ich dachte eigentlich, wir schaffen die drei Inseln ohne zu handeln. Aber, nein. Welchen Händler kommen wir jetzt? Zu ihr, ne? Das sieht so aus, ja. Das ist der Ladebildschirm von der Luftebene. Können wir noch mal kurz schauen, ob wir noch irgendwas hin und her werfen können? Ja. Rife mit Mana-Regeneration von 5. Hast du den schon? Den Kragen? Ja, okay. Ich habe jetzt auch noch einen wahren Helm gefunden. Wow. Brauchst du einen Helm mit 39? Wolltest du mir den eben nicht schon geben? Irgendwas war doch da. Ja, brauche ich. Ja, du hast den unten links da ausgerüstet. Ach so. Ja, hab ich gerade schon gewundert. Ja, brauche ich trotzdem. Ja. Brauchst du einen. Nee. Brauchst du nicht. 22. Ja. Was? Das Schild war richtig gut gewesen für dich. Ja. Schade. 200 willst du immer noch nicht, ne? Nö, ich bleib erstmal beim Schild. Ich habe hier nur fast nur 200 im Inventar. See. Stufe 11. 60 bis 80. Joa. Kann ich mitnehmen. Schmeiß ich weg.
Waren das Pfeile oder was? Nee. Ja, ich glaube, das war's. Und 5 Heil. Ich könnte wahrscheinlich nochmal Heiltränke gebrauchen. Die packe ich gleich nochmal ein. Jo. Da liegt noch der Schamsch hier. Achso. Ich habe keinen Platz. Achso, okay, erstmal Platz schaffen. Ja, ist ja. Ich habe keinen Platz dafür. Luigi. So, mal schauen. Den weg. Die nicht weg. Den weg. Den weg. Nein. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob ich den wahren Kram tragen kann. Es wäre so geil. Hätte ich vielleicht 30 Int und 3, für 30 Mana Bonus mehr. Ich überlege gerade, ob ich den Schild vielleicht anziehe. Ach, ich habe die Feuerhexe noch gar nicht ausprobiert. Ich behalte noch mal kurz im Inventar. Die kleinen Heiltränke kann ich verkaufen. Ein. Okay. Bin nicht so viel Gewicht dabei. Cool. Ohrring mit Mana-Rack. Ich schon einen, ne? So, weil die sehr schwer sind. Boom. Geht so. 180. Ach ja, meine beschworene Wurfäxte. Also ich finde so gut wie nie Kleidungsstücke, wo irgendwie was passendes an Verzauberung drauf ist. Nee. Also auch nicht beim Händler. Ja, schade, dass der nicht den passenden Schaden macht, ne? Also für dich. Ja. Ja gut, mehr hat der Händler für mich nicht. Na, für mich hat er auch nichts Interessantes. Guck jetzt nochmal gleich mit dem Schanschir. Und aber diese komischen. Hat er jetzt auf Dreieck. Dreieck. Du musst eine. Achso. Okay. Alter. Sah lustig aus, hat aber, ich weiß nicht, gut ein Drittel Mana gekostet. Was für Scheiße. Ah, stimmt. Jetzt, wo ich da deine Mana-Tränke sehe, ich wollte gleich noch Heiltränke kaufen. Ja gut, ein Viertel kostet das circa. Ja, jetzt, wo ich den Schild ausgerüstet habe, mit 20 intelligent mehr. Ja. Ich hätte echt überlegen, weil ich habe selbst ohne den Schild immer noch 70 Stärke. Reicht eigentlich. Glaube ich. Ja. Ja, wenn du jetzt vermehrt auf Fernkampf gehst, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass ich die Wurfachsgeschichte, da wollte ich ja eigentlich machen. Ein bisschen Intelligenz brauche ich, glaube ich. Achso, das heißt, auch ringetechnisch wirst du wahrscheinlich dann demnächst mehr auf. Ja, vermutlich. Dings gehen. Ich habe ja erstmal die Stärkeringe. Wenn mir was über den Weg läuft. Ja. Also beim Händler. Ja. Stufe 11. Ja, dann muss ich eins der Schilde verkaufen. Das wollte ich jetzt nicht die ganze Zeit mitschleppen. Warum nicht? Weil ich jetzt 121. Dabei habe. Ja, ist doch gut. Echt so. Wie viel Platz hast du? Ja, ist auch nicht so wenig. Ja, für eine Magierin stimmt das wohl. Ich brauche auch nochmal Mana-Tränke, sehe ich gerade. Mhm. Dann gehen wir doch mal hin. Pfeile für Null und Regen. Hier schenke ich dir. Achso, das einfache kann dann ja eigentlich auch weg.
Also ich kann circa 100 tragen. Ja. Du auch. Ja gut, die Bären wiegen auch 30, ne? Hm. Ja, eigentlich 15. 15, richtig. Hochwechsel wiegen auch irgendwie 16. Weiß ich nicht, wo das ganze Gewicht herkommt. Schild, okay. Naja, egal. Ist ja nix. Ja, Port. Jo.